Hallo und willkommen zurück zu God of War. Uns geht's im Moment nicht so gut, dann wollen wir mal schnell ins Boot. Vielleicht finden wir an irgendeinem anderen Ufer ein schönes Health-Item. Hier liegt auf jeden Fall noch Gold. Hey, meine Tastatur hängt kurz. Wenn ich heute schlecht kämpfe, werde ich es definitiv darauf schieben. Die hat gerade nur nach rechts gelenkt, obwohl ich das gar nicht wollte. Das finde ich ziemlich doof. Oh, da oben, ganz weit entfernt, ich weiß nicht, ob ihr es sehen könnt, ist Odins Rabe. Dem müssen wir auch mal auf die Schnauze hauen. Zumindest dem Exemplar, was wir da sehen. Und hier hat sich noch irgendeine Quest versteckt. Schauen wir mal. Wir sind da oben. Und hier unten, tote Fracht, Hehlläuferbesatzung töten. Da klingelt doch was. Na, wie mache ich das? Kann ich einfach hier durch? Oh, das sieht gut aus. Und da oben, also kann ich von hier aus nicht werfen. Na gut, dann gehen wir mal an Land und schalten die Hehlläuferbesatzung aus. Oder die schalten mich aus. Aber ich werde meine Lektion nicht lernen. Ich werde es immer weiter probieren. So, was muss ich damit machen? Also vielleicht erstmal Axt auswählen. Da ist ja die Schlange im seitlichen Profil. Weiß jetzt nicht, ob die approved von dem, was ich hier mache oder nicht. Naja, vielleicht müssen wir irgendwo anders rauf. Ich sehe da nicht wirklich mehr Wege. Wir schauen nochmal nach oben. Und wenn mir dann nichts in die Augen springt, sind wir definitiv falsch. Da oben ist aber noch was, was wir zum Explodieren bringen können. Boah, das hat schon mal Spaß gemacht. Weiß aber nicht, ob das jetzt der erwartete Weg ist. Vielleicht können wir noch hier rechts oder links an von Bord gehen. Oder wir kommen da oben, wenn wir uns rüberseilen, an die Insel. Oh, ein Fass hier mit dem Loot. Ich brauche jedes Hacksilber, das ich kriegen kann. Da ist doch noch ein Bereich, wo wir stranden können. Das klingt doch ganz gut. So, schöne kleine Grabbe da unten noch. So, erstmal hier leuchtet wieder alles. Waffen, Rüstung, Fähigkeiten. Wir können sogar, habe ich in der Zwischenzeit gelernt, hier diese Runenangriffe verbessern. Wir wählen erstmal eine coole aus für unsere Axt. Ein schnell rotierender Nahkampfangriff. Das wird doch eigentlich Sinn machen, wenn wir so viel von Feinden umgeben sind. Dann haben wir noch Tiers Rache. Mächtiger Drehangriff. Oh, das ist mehr auf Distanz. Das ist auch nicht schlecht. Nahkampf. Angriff des weißen Bärens. Na, wir nehmen mal einen Jord Storm. Storm? Sturm steht da. Und mit H können wir es verbessern. Auf Stufe 3. Und nochmal verbessern. Hui. Das war aber teuer. Ist egal, das wird sich lohnen. Dann Rüstung brauchen wir aktuell nicht. Fähigkeiten. Ja, führen Sie Angriffe in schneller Folge aus, ohne Schaden zu nehmen, um die Chaosklingen aufzuladen und bei jedem Treffer Brandschaden zu verursachen. Das auf jeden Fall. Das gönne ich mir. Ja? Musst H überraschend lang gedrückt halten. Elementarkampf, Nahkampf, drücken Sie beim Sprinten links, um einen starken Doppelhiebangriff auszuführen, der Gegner ins Taumeln bringt. Na, vielleicht, ich will erstmal Atreus ein bisschen aufleveln, vielleicht sein Wolf hier auch noch. Zorn des Wolfes. Wir können natürlich auch, oh, Falkenflug. Oh, der sieht natürlich auch cool aus, den nehmen wir mal. Falkenflug und gleich mal verbessern. Und nicht genügend XP für die nächste Stufe. Das ist aber schade. Kann ich hier... Der hat doch noch einen zweiten Runenplatz. Kann man bestimmt noch was reinstecken. Erhöht Schaden aller Axtwürfe um 6%. So oft werfe ich die gar nicht. Brandschadenresistenz, das braucht man dann in der Lava-Welt, wenn wir denn da hingehen. Sehr geringe Bonusaktivität. Chance auf eine Gabe der Abwehr bei erlittenem Schaden. Das ist mir zu gering. Runensegen bei jeder erfolgreichen Parade. Da müsste ich mehr parieren. Hohe Bonusaktivierungschance auf eine Gabe der Stärke, wenn Kratos Gesundheit auf kritisches Level fällt. Ah, das passt doch zu mir. Das,
Das passiert öfter. So, und was steckt man hier rein? Da ist doch eigentlich was drin. Runenzwergen. Achso. Hä? Hä? Okay. Zeichen des Hüters. Achso, das ist nochmal dasselbe. Hier sieht man ja an den Icons sehr geringe Bonusaktivierungschance auf einen Rageschub bei erlittenem Schaden. Rageschub, okay, das ist anscheinend nur Rageschub. Erhöht Resistenz gegen Gift um 50%. Her damit. Dann können die Hexen mir nichts mehr ausmachen. So, ich glaube, wir sind schon fertig hier. Es sei denn, ich kann mir noch irgendein Perk leisten. Was ist denn das? Habe ich auch noch nicht freigeschalten. Na gut, drücken Sie beim Sprinten einen starken Doppelhiebangriff. Aha, der Gegner ins Taumeln bringt. Wow. Warum denn nicht? Ja, damit. Halten Sie rechts gedrückt, um einen starken Angriff auszuführen, der Gegner in die Luft schleudert. Na, auf jeden Fall wollen wir das. Können ja uns noch einiges kaufen. Drücken Sie während des vorletzten leichten Kombo-Angriffs rechts, um eine schwere Abschlussangriff. Ja, das werde ich nie erreichen. Ich kaufe es mir trotzdem. Halten Sie links gedrückt, um einen starken Angriff auszuführen, der alle Gegner in Kratos Nähe trifft. Ja, das kriege ich hin. Links gedrückt halten ist meine Spezialität. So, was haben wir dann hier noch? Drücken Sie beim Zielen rechts, um einen starken Rundumangriff. Wie ziele ich denn? Elementarangriff. Wird schon passen. So, ihr Hehläufer. Dann steht mal auf. Die hauen ja mich um. Ich habe leider noch keine Rage. Au. Na, das war doch eine erfolgreiche Parade. Lass mal Helf fallen, Bruder. Helf! Also keine Helf. Falken! Die sahen doch blau aus. Ja! Zu Boden mit dir! Schauen. Ich mach dich mit bloßen Fäusten fertig. Ja. Und das haben wir noch geschafft, den Kampf. Trotz geringer Gesundheit. Wie konnte ein Kapitän so viele Männer anführen? Sie waren ihm treu ergeben, also folgten sie ihm. Und dann sind alle gestorben. Ein ziemlich mieser Anführer. Warum glaubst du das? Naja, er hat sie alle in den Tod geführt. Stimmt. Aber die Männer wollten ihm folgen. Auch gute Anführer treffen schlechte Entscheidungen. Die Besten übernehmen die Verantwortung für sie. Merkt ihr das? Okay, da oben müssen wir noch irgendwie hin, aber ich glaube, die Nebenquest ist hiermit erledigt. An irgendeinem anderen Ufer wird es dann noch eine geben, vielleicht direkt hier. Ja, das mystische Tor ist leider dahinter. Das finde ich hier nicht so gut. Ich könnte zwar mit dem Filter arbeiten, aber das ist ja was für Noobs. Gut, dann wird es ja zu mir passen. Ja, ich habe Männer in den Kampf geführt. Warst du ein guter Anführer? Das ist kompliziert. Schwierig. Frag nicht weiter, Junge. Konzentrier dich auf unsere Aufgabe. Ja. Papa hat viele Griechen auf dem Gewissen. So. Hier war doch irgendwie mystisches Tor. Sind wir schon dran vorbei? Sind wir einfach dran vorbeigerudert? Vielleicht hier mit diesen... da sind nochmal Rätsel. Oder war es hier drin? Ich glaube, das ist hier drin. Ich weiß aber nicht. Da. Da ist ein Dock. Hab's gesehen. So schön an Land und erstmal unsere Aggression an Fässern auslassen, die keine Gesundheit fallen lassen. Das ist aber schade für mich. Ja, dann wollen wir mal schauen, ob man die Hehläufer jetzt hier noch besiegen können. Falls es denn die Quest ist. Oder zumindest das mystische Tor aktivieren, falls wir das können. Links gedrückt halten. Au, 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 au. Ist alles in Ordnung? Ging schon mal besser. Danke, Junge. Au, 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 au. Oh, da ist auch noch ein Weltenriss. Ja, ausweichen, Kratos.
Boah, ist eine Woche her, seitdem ich das Spiel gespielt habe. Das merkt man. Das merkt man. Hat viel zu tun. Tut mir leid wegen der Woche Ausfall. Kommt selten vor. Es war ihm bestimmt gelungen, Selbstfrieden zu bringen. Aber das hätte er niemals gekonnt. Das spielt keine Rolle für ihn. Unser Sieg wird ihn nur an sein Scheitern erinnern. Warum haben wir es dann getan? Ja, das würde ich auch gerne erfahren. So, ich glaube, das mystische Tor ist freigeschalten, oder? Warum haben wir es getan? Hallo? Ich glaube, ich sehe kein Schloss mehr hier drüber. Ich glaube, das hat es aktiviert. So, irgendwo muss man die Quest abgeben. Und zwar da drüben. Tote Fracht, aber da können wir auch hinreisen. Na, dann probieren wir es doch. Mal schauen, wie das hier funktioniert. Hui. Dahin. Und bestätigen. Hallo? Bestätigen. Wo ist die Bestätigen-Taste? Enter? Nö. Ah. Falsches Ding ausgewählt. Ups. Passiert den Besten. Und auch mir. Hey, wenn ich ein Gott bin, vielleicht kann ich fliegen. Nein, nein! Götter müssen auch auf dem Weg bleiben, da bin ich ganz sicher. Was glaubst du, Mimi? Was will Baldur von uns? Sehen wir uns mal an, was wir wissen. Baldur ist Odins bester Fährtensucher, zweifellos. Wenn er euch sucht, solltet ihr die Möglichkeit erwägen, dass Odin euch sucht. Und was Odin will, davon kann ich dir ein Liedchen singen. Was könnten wir haben, was Odin nicht hat? Er ist doch König der Götter. Der Asen, ja. Aber sein Einfluss ist nicht unbegrenzt. Und was er nicht erreichen kann, da will er unbedingt hin. Jedenfalls hat er mich dafür über die Jahre genug gefoltert. Ja, klingt nach einem unsympathischen Typ, dieser Odin. Und Baldur kann ich auch nicht ausstehen. Irgendwie hat der es auf mein Leben abgesehen. Weiß gar nicht warum. So, wo ist denn der Kapitän, den wir an sein Scheitern erinnern müssen? War der draußen, war der oben? Truhe. Oh, die habe ich schon gelootet. Schade für mich. Vielleicht gehen wir mal hier nach oben. Irgendwo wird er ja rumlungern, aber eher in der Bucht. Gehen wir nach unten, Sohn. Ich hab's mir anders überlegt. Wir schauen erst unten. Kann sich ja nicht überall verstecken. Und ich glaube, der wird mich auch angreifen jetzt. Meine Männer sind... Sie sind erlöst. Auf jeden Fall. Stimmt. Wir haben sie ihnen Frieden gebracht. Verstehe. Dann habe ich also selbst den Tod versagt. Aber im Leben warst du ehrenhaft, willensstark. Und du hast sie zur Treue inspiriert. Mhm. Das sind gute Eigenschaften. Hab ich recht, Junge? Ja. Ich konnte nicht glauben, wie viele Männer die gefolgt sind. Ich danke euch für eure Worte. Gern geschehen. Möge eure Reise ein erfreulicheres Ende finden als meine. Oh, du greifst mich nicht an. Sehr schön. Er wirkte nicht besonders zufrieden. Na, er konnte weiterziehen. Wenn man die verliert, die einem wichtig sind. Was schwimmt denn da im Wasser? Ich glaube, das ist jetzt nicht mehr unser Problem. Es ist untergegangen. So, dann wird es Zeit für die Hauptquest. Die leuchtet hier schon so schön orange. Mensch, die Navigation mit Maus und Tastatur zu den Icons ist ein bisschen schwierig. Wie markiere ich das nochmal? Keine Ahnung, in der Mitte von der Scheibe. Ah, ist schon markiert. Hab nichts gesagt. Mehr Agris Gold. Ja. Her damit. Papa braucht Gold. Oh, da liegen noch zwei Fässer. Ich werde heute wieder so leicht abgelenkt. Aber für Hacksilber ist es mir das wert. 306 und nochmal ein bisschen was. Das rechne ich jetzt nicht aus. Um die 250. So. Noch eine Truhe. Nicht Truhe, aber Fass. War ja fast das Richtige. Oh, da schwimmt nochmal so ein Ding. Ja, mit dem Gold. Was bist denn du? Bist du einfach eine Leiche oder ein... Schiffbrüchiger. Egal, das hat, glaube ich, auch ein bisschen Loot gebracht. So, eine dezente Rechtskurve und dann gehen wir mal zurück und
Oh, die Typen haben, glaube ich, auch einfach Gold. Das ist ja gut zu wissen. Muss man denen nicht ausweichen. Ich glaube, da liegt noch mal so einer. Nee, das war was anderes. Ah, zumindest das Fass haben wir noch erwischt. Und was ist... Achso, das ist nur eine Möwe. Sah gerade ein bisschen aus wie ein Hut-Element. Na, egal. Oh, hier liegt ja noch was. So, dann nehme ich mal an, das hier ist richtig, weil alles in den richtigen Farben leuchtet. So, mit dem Dock anlegen. Versuchen wir es nochmal, ohne Unterbrechungen. Ja. Hoffentlich ohne Unterbrechung. Papa ist nicht bei bester Gesundheit. Der bräuchte ein Helf-Item. Auf ein neues. Dann kritzel mal. Lies vor. Den Tod ich selbst ich verschlinge, auf das ich wieder Leben bringe. Feuer. Ob ich das wohl verfasst habe? Weiß ich nicht. Kannst du es nochmal vorlesen? Tod verschlingen, Leben bringen. Mund? Junge, was zum Vorlesen? Ist das dort die Antwort? Da steht Erde. Verschlingt den Tod, bringt wieder Leben. Ja, hätte ich jetzt auch gesagt. Dann antworte mal. Ja? Nein? Los. Jürt. Dankeschön. Hat ein bisschen gedauert, bis du das geschrieben hast. Hätte ich in Alfheim gewusst, dass ich ein Gott bin, hätte ich mich nicht so schlecht dabei gefühlt, Alben zu töten. Eine sehr eigenwillige Schlussfolgerung. Ja. Du musst nichts bereuen. Die Alben haben sich uns aufgedrängt. Nein, ich verstehe es jetzt. Wir hatten Götter Dinge zu erledigen und dann kamen sie und haben uns in ihre kleinen Probleme reingezogen. Sollten wir das so im Raum stehen lassen? Ich meine, seit ich weiß, dass wir Götter sind, fühle ich mich so viel stärker. Vielleicht fühlst du dich gerade etwas zu gut. Würde ich auch sagen. Eine schwere Wahl, Kleiner. Du kannst entweder dir selbst dienen oder dich in den Dienst anderer stellen. Ja. Dir. Sie haben ihn geliebt, ha? Huh? Ja, ein Gott des Krieges. Doch einer, der für den Frieden kämpfte. Es hieß, er war heroisch und gerecht und setzte Macht und Wissen ein, um Kriege zu beenden, anstatt sie anzufangen. Also gibt es gute Götter. Das soll alle paar Monde mal vorkommen, ja. Ich glaube, die Macht steigt meinem kleinen Jungen etwas zu Kopf. Unschöne Kommentare wurden da fallen gelassen. Sie werden Orte erwähnt, die ich nicht kenne. Offenbar ist Tyr gerne gereist. Tyr glaubte, dass der Verstand und nicht pure Macht Krieg und Chaos verhindern könnte. Und er wusste, dass ihm der Besuch anderer Kulturen eine Weitsicht gab, die er daheim nie erlangen würde. Odin häufte Wissen an und bewachte es eifersüchtig. Tyr hingegen war offen und teilte seine Lehren und seine Weisheit. Deshalb liebten die sterblichen Tiere und brachten ihm Geschenke aus der ganzen Welt. Ja, scheint auch generell der bessere und sympathischere Typ gewesen zu sein. Mensch, ist das eine lange Aufzugsfahrt? Odin sah in ihm eine Bedrohung für seine Herrschaft. Er verdächtigte Tyr, mit den Riesen gemeinsame Sache zu machen, anstatt zu helfen, ihre Geheimnisse für die Asen zu stehlen. Das hat er mir auch vorgeworfen, wobei er in Tyrs Fall recht hatte, glaube ich. Tyr hat den Riesen geholfen? Ich glaube schon, er fühlte sich verantwortlich für das Leid, das Odin über sie gebracht hatte. Ich vermute, er hat ihnen geholfen, ihre Spuren zu verwischen. Der fehlende Weltenturm. Genau. Was immer mit ihm geschehen ist, konnten die Riesen meiner Ansicht nach nur gemeinsam mit Tyrs Hilfe durchführen. Ja, ich würde mal sagen, das ergibt Sinn. So, durch diese schöne Pforte wollen wir nun schreiten. Keine Ahnung, ich war noch nie hier. Wir werden schon finden. Sieht aber cool aus. Sieht aber echt cool aus hier. Papa braucht noch ein bisschen mehr Gesundheit. Die werden die nicht freiwillig hergeben. Seht euch die Schätze an. Da liegt doch mehr als genug Hacksilber. Ja, egal. War ja klar. Ja, irgendwie war das klar. Ist da ein Typ drin? Nö. Hallo. Hast du gedacht, es wäre so einfach? Nein. Ich hatte es gehofft. Ich hatte es aber gehofft. Ich auch. Das ist irgendwas, was wir irgendwie machen müssen. Mit Chaos kriegen wahrscheinlich. Die Winde von Hehl. Die Winde von Hufa? Oh, ja. Hatten wir das nicht erwähnt?
Und als du krank warst, haben wir in Helheim dein Heilmittel geholt. Wirklich? Keine schöne Erfahrung. Da muss es hin. Oh, das reicht nicht. Mit etwas Hilfe von Brock. Brock war auch da? Darüber sprechen wir später. Ja, hätte ich auch gesagt. Nein, Papa ist zu weit weg. Ja. Ich hoffe, das ist nicht insgesamt geteilt. Hier mit der Rage. So, sind das schöne Truhen mit schönem Zeug drin. Was ist denn das? Oh, das wird mich zerschneiden, wenn ich versuche, da durchzukommen. Ich sehe schon auf mich zukommen. Die scharfen Messerklingen. Was war denn hier? Irgendwas zum Lesen? Als gehen du aus dem Hochland. Früher dich selbst auch ein. Du sollst ihn nehmen, Junge. Ja, Junge, nimm ihn. Vielleicht müssen wir uns unterwegs mal Butter aufs Brot schmieren. Genau deshalb kann dich niemand leiden. Ja, gut. Das ist ein verständlicher Punkt. Nicht die besten Kommentare, die ich hier wieder abgebe als Kratos. Das ist aber nicht nett. Ja. Meine Axt wird das bestimmt aufhalten können. So viel dazu. Also, ich würde sagen, da komme ich nicht durch. Ich schick mal meinen Jungen vor. So. Seht mal, schmale Durchgänge an den Seiten. Perfekt für den Jungen. Ja. Aber Vater kommt noch nicht durch. Nein. Ich komme klar. Au. Wir kommen klar? Hast du sie nicht mehr alle? Ja, ich bin vorsichtig. Sei still, komm. Bin doch vorsichtig. So. Gibt's hier irgendwie einen Trick? Würde sagen, das ist trickreich genug. Hui. Na, war doch gar nicht so schwer. Nur leicht filetiert sind wir geworden. Ja, ziemlich beeindruckend, muss ich schon sagen. Sieh mal da! Und ziemlich fette Spinnenweben überall. Oh, nimm doch die große Golddublone da. Wird doch niemand vermissen hier unten. Na komm, wo hat sich diese Rune versteckt? In der Urne? Was machen wir denn? Ist das Jahrtausende alter Wein? Ah, da bin ich, glaube ich. Guck mal. Papa ist auf der Vase hier drauf. Zerstöre ich die oder zeige ich sie meinem Sohn? Was gefunden? Genug jetzt damit. Vergiss nicht, warum wir hier sind. Taucht jetzt so ein goldenes Klo auf. Nur falsch rum. Oh, doch nicht so gut zerstört. Was ist denn hier noch? Nimm das Gold mit. Der Rest ist mir egal. Aus einem großen Wüstenland, sehr weit entfernt von hier. Leben dort Götter? Oh ja. Viele, viele. Gut oder böse? So einfach ist das nicht, fürchte ich. Hast du es abgestaubt? Was hast du denn da? Du legst es einfach wieder zurück. Ich würde alles mitgehen lassen und in meine Gefängnisbrieftasche stopfen. Ich hoffe, da ist genügend Platz. Breit genug ist er. Das sieht aber gruselig aus. Suchst du Streit? Wollen wir kämpfen? Anscheinend nicht. Gut, hier ist noch was, wo ich nicht durchkomme. Mein Junge könnte ich wahrscheinlich hier durch die mittlere Raute stopfen. Und wollen wir mal schauen, ob wir das hier aufkriegen. Papa ist hier so stark, aber hat's in den Bandscheiben. Nee.
Wieso finde ich eigentlich so wenig Health-Items? Falkenangriff. Ich mag die Falken. Da liegt Gesundheit. Ja. Ich liebe die Chaos-Klingen. Hui, 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 hui. Geh mal drauf. Über mir? Ich brauch's Health-Item. Au. Nein. Ging mir schlechter. Na, das war auch erfolgreich, würde ich mal sagen. Ich mag's, wenn er seine Feinde einfach zerreißt. Glaubt zumindest, hierfür sind wir ganz gut gerüstet. Sind gerade ganz gut gerüstet. So. Während der Animation kann ich schon mal nicht getroffen werden. Das kriegst du dich. Au. Ich hab gerade gesagt, wir sind gut gerüstet. Kann doch jetzt nicht drauf gehen. Ich fühle mich auch nicht so gut. Hab viel Schläge einstecken müssen. Ja! Junge, schalt ihn aus. Nein, der hat doch nur noch einen kleinen Lebensbalken. So, waren das alle? Na also, die lassen aber echt nicht viel Gesundheit fallen. Worüber hast du dich in der Gruft so aufgeregt? Das ist jetzt nicht wichtig. Dir war es offenbar wichtig. Es war impulsiv. Schenke meinen Schwächen keine Beachtung. Wow, das war ja fast eine Entschuldigung. Du zerschlägst wohl einfach gerne Tonwaren. Ha! So, hier können wir hoch. Das will ich aber gerade nicht. Ist das Tor schon zugegangen? Also da ist zumindest noch eins. Das braucht man doch als nächstes, würde ich einfach mal sagen. Logisch gesehen sollte sich der zweite Ring so verhalten wie der erste. Du musst ja. Ja, ich warte darauf, bis er auf der richtigen Seite ist. Hui. Und renn. Und diesmal nicht zu weit weg sein. Konzentrieren, Junge. Na also. Glaubt, die haben noch nie so wirklich Schaden gemacht. So. Hör zu. Ich will von jetzt an nur die Wahrheit wissen, ja? Egal, ob sie mich verletzt oder nicht. Willst du nicht, Junge? Nur weil du es hast, ein Gott zu sein, muss ich es nicht. So. Kann man hier noch irgendwas machen? Ups. Welche Waffe? Da. Nee, das ist ja die falsche Seite irgendwie. Wir gehen mal dahin in das, was wir freigeschalten haben. Oder auch nicht, das wirkt unsympathisch. Toll, eine Kiste, wie. Die Teile finde ich doch nie. Au. Vielleicht da oben irgendwo. Da ist irgendwas. Ist ja praktisch, dass ich noch die Chaos-Klingen jetzt habe. Au. Eins von drei Siegeln zerstört. Na wunderbar. Wird beim dritten aber wieder scheitern, so wie ich mich kenne. So, Axt, komm her. Vielleicht hier noch irgendwo? Ich sehe im Moment keine. Okay, ein Siegel haben wir gefunden. Das ist auch mehr als genug. Nicht, wenn man in die Truhe rein will, aber vielleicht finden wir die ja woanders. Vielleicht sind sie hier im Raum verteilt, wer weiß das. So, ich sehe nichts. Ich sehe was. Na also, jetzt braucht man noch eins. Und das letzte ist immer das Schwierigste. Irgendwo ein Siegel? Ja! Ich weiß. Geh. Ich kann gar nicht. Na komm schon. Mist. Na gut, dann mach mal so. Na also.
Dann ran an die Truhe. Die habe ich mir jetzt wirklich mal verdient. 1, 2. Na, ja, war aber knapp. So. Her mit deinen Schätzen. Idun-Apfel. Einen braucht man noch. Los jetzt. Sehr gut. Und dann wollen wir mal hier zerteilt werden. Und ich dachte, na also. Ja, alles ziemlich fies hier. Oh Junge, was zum Lesen. Lies mal vor. Das sind die Wolfriesen, Göll und Hati. Ganz recht, die Bringer von Tag und Nacht. Wenn sie Sonne und Mond gefangen haben, beginnt Ragnarök, stimmt's? Kannte Tyr sie? Keine Ahnung. Er mochte sie offenbar genug, um ihnen eine große Wand in seiner Gruft zu widmen. Ja. Sieht danach aus. Na gut. Dann wollen wir die Tür mal wieder aufmachen. Ich bereite mich schon auf ein Gefecht vor. Gefällt es dir denn gar nicht, ein Gott zu sein? Nicht so mittel. Abenteuer an einem fantastischen Ort. Ich glaube, wir müssen gegen dieses Teil kämpfen. Alles, was wir gesehen und getan haben, war vielleicht ein Geschenk. Ich glaube nicht, dass Papa so viel Freude daran hatte. Hab leichte Aggressionsstörung. Ich sehe keine Falle mehr für die, Wände von Hehl? Vielleicht können wir sie von einem dieser Balkone aus entdecken. Ja, also da ist eine Kette. Und hier ist ja was zu klettern. Haben wir zumindest ganz vorhin mal entdeckt gehabt. Space, um vorwärts zu kommen. Und dann geht's nach rechts. Nach oben? Ja. Das ist nicht gut. Na komm, bevor hier alles zusammenbricht. Na also. Und da sind ja Feinde. Konzentrieren, Junge. Balken. Chaos klingen. Au. Aber jetzt bin ich ja bei besser Gesundheit. Papa weicht aus. Au. Oh, du machst es ganz gut, Junge. So, wer will noch aufs Maul? Du da hinten. Und du da oben. Aha. Die schädlichen Nachtmare geblockt. Ja. Hä? Wo? Was? Alles gut? Alle tot? Nee. Noch nicht alle tot. Mehr als genug Feinde für uns da. Zumindest der eine noch. Gesundheit. Ein echter Berserker. Dankeschön, ich geb mir Mühe. Sohnemann, lies mal vor. Geheimtür. So wie es aussieht. Was steht hier? Gedanken sind schneller als der Wind. Vielleicht geht es gar nicht um Tempo. Können die Winde sonst noch irgendwo hin? Da! Da ist die Windfalle! Gedanken sind schneller als Wind. Das leuchtet doch so. Ein Versuch schadet nicht. Au. Das war falsch. Also hier ist ein Pfeil nach oben. Und da oben ist ein Pfeil nach unten. Und dann ist wieder ein Pfeil nach oben. Puh. Da hat aber jemand Rätselspaß gehabt. Okay, hier sind noch mehr von den Dingern. Atreus, komm her. Komm schon. Warum? Was ist da unten? Also weißt erstmal die Kette du, runter. So beliebten, war Tyr echt paranoid. Ja, dank Odin hatte er allen Grund.
Jo, hier mit dem Hacksilber, das Health-Item nehme ich nicht. Wir sind ja bei bester Gesundheit. Gedanken sind schneller als der Wind, ja, aber meine nicht. Ah, vielleicht so rum. Einmal. War das richtig? Dankeschön. Hatte die richtige Form. Und nu? Vielleicht müssen wir nach unten. So, mal die Kette nach unten. Oder einfach hüpfen. Ne, hüpfen geht nicht. Ah, der hat schon eine tolle Gruft, der Typ. Mit so vielen Reichtümern, die braucht er doch gar nicht. So, und nu? Weiß leider echt nicht, was jetzt. Da sind noch Türen. Also da ist eine Tür. Achso, da ist das Teil. Na gut. Weiß wieder, was wir machen müssen. Ja, damit. Ja. So, dann wollen wir mal. Der Runenstein, er kommt runter. Na also. Nein! Was ist los? Bin gefangen. Vater! Oh, oh, oh. Nicht um den Hals. Verschwinde von hier. Mir geht's gut. Wie kriegen wir dich da raus? Zuketten. An der Wand. Aber es gibt drei davon. Was soll ich tun? Atreus, konzentrier dich. Du kannst das. Bitte beeil dich. Ich weiß gar nicht, ob ich kann. Los, geht nach. Hati ist der Silberne. Er jagt den Mond. Der goldene Skill verfolgt die Sonne. Damit der Abgang eintritt, müssen sie fressen. Die Anordnung ist falsch. Gut, Junge. Mond nach links, Sonne nach rechts. Midgard in die Mitte. Aber welchen Hebel ziehe ich? Woher soll ich das wissen? Der Linke. Ah, okay. Hab leider nicht aufgepasst. Mittlerer Hebel. Was? Muss so sein. Die Mitte. Komm schon. Mittlerer Hebel. Ich kann ja nichts anderes machen als mittlerer Hebel. Midgard in der Mitte. Rechts. Midgard in der Mitte, das kriege ich hin. Die Mitte. Ja, war doch gar nicht so schwierig. Nein. Nochmal die Mitte. Die Sonne zuerst. Mond, Midgard, Sonne. Mond, Midgard, Sonne. Mond, Midgard, Sonne. Willst du mich verarschen? Den rechten, Junge. Der mittlere, mach schnell. Das wird nix. Papa, er trinkt. Mond Midgard Sonne. Ich dachte Sonne Midgard Mond. Links, Junge. Vater, nein! Alles in Ordnung, ich respawne und dann machen wir's nochmal. Ich stehe doch noch. Von Kontrollpunkt neu starten. Das klingt nach mir. Rechts. Die Mitte. Na also, Mond links. Nach unten. Nein, das muss so sein. Den rechten, Junge. Komm schon. Die Mitte. Mond links. Midgard in der Mitte. Ja. Schnell. Ich überleg noch. Links. Mond mit der Sonne. Mond mit der mittlerer Hebel. Ja, die kriege ich halt nicht rüber. Vielleicht wenn ich die Sonne jetzt nach unten tue. Ah. Das sollte passen. Mitte. Na also, leichter als gedacht. Zieh den rechten. Leichter als gedacht.
Und nun? Na also. Sehr gut. War eine leichte Falle. Nur einmal ertrunken. Ui. Da würde ich mich mal ducken. Junge, au. Du musst die Kette stoppen. Wie? Ich weiß es nicht. Mit dem Dolch. Ich habe eine Idee. Ihr Messer? Es geht nicht anders. Sehr gut. Es funktioniert nicht. Das verstehe ich. Vorsicht, gleich wird's stachlig hier. Oh, das sieht doch aus, als ob's funktioniert. Ah, gut gemacht, Junge. So, jetzt, wie kriegen wir das Messer wieder hier raus? Weiß, aber es hat dich gerettet. Das war sehr schlau, Junge. Gut gemacht, Junge. Papa ist stolz. Was sind denn das für Würstchen, die hier drum sind? Muss ich das hier jetzt nochmal drehen? Irgendwas zum Looten hier in der Todesfalle? Sieht nicht so aus. Ja, ist zumindest eine Vase. Mehr Vasen. Ah, kann einfach E drücken. Und auftreten. Na, das ist praktisch. Da ist sie dann ja. Wir haben es geschafft. Ja, mal sehen, was Tier für uns hat. Oh nein! Frias Schutzrune! Sie ist weg! Was machen wir jetzt? Wir gehen weiter. Na gut, aber ich würde tatsächlich sagen, das reicht schon für die Episode. Ich bedanke mich fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal.